Mian, ich bin's wieder, Kesunai Haram, hier mit meinem Let's Play von Final Fantasy 6. Was war das denn? Whatever. Wir sind jetzt im Szenario von Terra, also was bei der passiert ist, während Locke auf Celis gestoßen ist und Sabin fast durch die ganze Weltkarte rumgeistert. Sind wir jetzt erfolgreich nach Narsche gekommen. Bannon, König Edgar und Terra! Orvis, was passiert hier in Narsche? Diese Stadt ist neutral. Ich habe versucht, die Leute auf die Seite der Rebellen zu ziehen, aber... Warum seid ihr hergekommen? Sag uns zuerst, wie es deinen Leuten geht. Als sie von dem Esper erfuhren, sind sie ausgerastet. Wir glauben, nur mit Hilfe dieses Mädchens in Reichweite des Espers zu gelangen. Die Leute wollen den Esper sehen, berühren. Berühren, nicht berühren! Vielleicht wird Terra sie alle zur Vernunft bringen. Der Esper rettet uns alle oder bereitet uns ein schnelles Ende. Alle sind wohlbehalten zurück und die entscheidende Schlacht steht bevor. Soll heißen, das ganze Szenario ist jetzt nun Geschichte. Terra und Edgar sind jetzt auch fertig. Das ging schnell, hä? Huh? Ich verstehe. Nur eines noch. Wie können wir Blutvergießen gutheißen? Das habe ich nicht gesagt. In der Art. Ha! Er hat recht, weißt du? Bannon. Es wird sicherlich dazu kommen. Imperator Gestal will die Kraft der Magie um jeden Preis. Insbesondere wegen des Espers, der hier gefunden wurde. Der Missbrauch von Magitek führt binnen kurzem zu globalen Katastrophe. Der Krieg der Weisen. Der mythische Krieg, der die Menschheit um Jahrtausende zurückwarf. Wird es dazu kommen? Die Menschen werden es nie lernen. Das stimmt, leider. Bruder! Ach, Sabin! Hi! Sabin, es geht dir gut! Wer ist bei dir? Ich bin Cyan, untergebener Domas. Gau! Süß! Die Menschen von Doma wurden vom Imperium getötet. Kefka hat sie alle vergiftet. Barbarisch. Herr. Aber, doch nur weil Doma mit den Rebellen verbündet war, wenn wir diesen Fehler auch machen. Das ist Unsinn. Locke! Das Imperium ist bereit, Narsche sofort anzugreifen. Was? Locke, wo hast du das erfahren? Hier, Celis war eine imperiale Generalin. Grr, sie kam mir gleich bekannt vor. Sir Gao, aus dem Weg! What the Rampage, Cyan? Generalin Celis, sie brannte Miranda nieder. Eine imperiale Spionin. Tretet beiseite. Warte! Celis hat sich uns angeschlossen. Sie kämpft mit uns gegen das Imperium. Aber ich beschütze sie. Ich werde mein Wort nicht brechen.
Oh, dafür muss man Locke lieben. Oh, vor allem diese Geschichte mit Locke und Sadders wird am Ende so süß. Locke, denkst du immer noch an damals? Ich war ebenfalls imperialer Soldat. Was? Das Imperium ist böse, aber nicht alle seine Untergebenen. Oh, das ist... Alarm! Das Imperium ist da! Oh, fuck. Shit goes down! Egal, was ihr hier macht, aber bringt mir den Esper! Kefka, Herr, hier sind Zivilisten. Vernichtet sie alle. Aber Narsche ist doch neutral. Idioten! Hört mir mal gut zu. Metzelt alles nieder, was sich uns in den Weg stellt. Und dafür musst du gleich wie so ein Clown rumhopsen. Wir haben wohl keine Wahl. Bereiten wir den Krieg vor. Sie wollen den Esper. Wir haben ihn in die Berge gebracht. Dann gehen wir hinterher. Locke hat eine komplizierte Vergangenheit. Nicht, dass du glaubst. Ich bin Soldat, kein Turteltäubchen. Kalt wie Eis. Das ging viel zu schnell, ich konnte das nicht lesen. Sorry. Du wurdest also auch mit der Gabe der Magie geboren? Kannst du etwa auch Magie benutzen? Als ich klein war, wurde mir Magie künstlich eingepflanzt. Ich bin ein Magitech-Ritter. Hast du jemanden geliebt? Was meinst du damit? Für keinen Moment werde ich euch trauen. Gut. Benutzt eure Augen, dann entscheidet. Jetzt können wir erstmal so schön absaven. Schön viel Plot erstmal wieder erfahren. Noch mit. Okay, ich kann dazwischen wechseln. Ja. Ist richtig. Alles bereit? Noch nicht. Ein bisschen können wir hier Dings. Oder? Ach, das machen wir im Nachhinein. Alles bereit? Ja. Beschützt den Esper. Information? Ach ja, warum nicht? Du wirst in drei Gruppen kämpfen. Mit dem Y-Knopf kannst du sie wechseln. Besiege Kefka, bevor seine Leute Bennen erreichen. Sonst... Tod und Verderben. So, eine Aufteilung. Okay, am besten... Terra und Celis sind zwei separate Teams... Einfach, weil sie heilen können. Das kann jedes Team brauchen. Ein Team wird aber nicht in der Lage sein zu heilen. Dann müssen wir auf Tränke umsteigen. Locke kommt... Ja, so... Kann man eigentlich so lassen, denke ich mal. Also ich probiere das mal so. Ja, also so wie das bei der Szenario-Aufteilung schon war. Also Terra mit Edgar, Celis mit Locke und Seven mit Cyan und Gao. Sie kommen!
Oho, Generalin Celis. Oder sollte ich sagen, Verräterin. Das wird lustig. Oje, das wird lustig. Los, schnappt euch diese Insekten! Na na na, na 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 na. Okay, dann... Jo, kann man so lassen? Okay, dann... Erste Aufteilung. Los! Auf in die Schlacht! Meine Minions! Es tobt Krieg! Geschafft! Ja, mal kurz heilen. Das wäre eine gute Idee. So, einmal. Kämpft. Was für ein Teamname. Kämpft. Okay, langsam ist jetzt mal gut. Du heilst dich erstmal fast tode, okay, auch gut. Und Level up! Sehr gut. Kann es sein, dass hier mein Relikt weggenommen wurde? So geht's auch. Sonst machen die am Ende die ganze Arbeit. Und das ist. So war das nur auch wieder nicht gedacht. Au. Ist langsam mal gut hier. Ey! Die machen hier Edgar noch kaputt. So. Oh. Die arme Sau liegt hier jetzt wie so ein Häufchen Elend da. Ich wechsle mal eben. Dass zumindest hier Celis ein bisschen vorankommt. Und nochmal. Der Flitzebogen. Und bam. Okay, es ist doch eine dezent ungünstige Position, wo ich gerade stehe. Einmal heilen, Terra. Das ist wirklich der Zauberspruch. Geschafft. So, jetzt haben die zwei auch zwei Süßen auch mal was zu tun. So, die Runenklinge brauche ich jetzt erstmal nicht, weil die setzen keine Magie ein. Mm-hmm.
Das wird dann jetzt aber kritisch mit Lock, der jetzt nur jeden Einzelnen angreifen kann. Ein bisschen doof. Nicht so wie Edgar. Und zum Glück ist seine Freundin da. Und nochmal die Quelle. Kein Angriff, aber Magie. Magie! Alter, wie viel Schaden macht der? Penner. Irgendwie kommen die alle zu uns. Aua! Aua! Ich hab bald nicht mehr viel. Die sind fies. Erstmal ein bisschen heilen. Wäre eine gute Idee. So. Ich brauche meine Heilschlampe. So, ich. Ey, ist jetzt gut. Okay. Erstmal voll heilen. Ja, danke. Wollte ich schnell... Oh mein Gott, nein. Na komm. Kommt, meine Minions. Mach sie kaputt. Nein! Nicht so kaputt machen! Oh Gott, das wird jetzt erstmal Ewigkeiten dauern. Und zack. Oh nein. Nein, 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 nein. Du Hure! Wie viel braucht der, um kaputt zu gehen? Jetzt geh schon kaputt. Ey, wie gut, dass ich jetzt Magie benutze. Dann wäre ich tot. Das dauert jetzt erstmal. Oh Mann! Kommt schon. Ein Level up, sehr schön. So, jetzt legst du dich erstmal mit mir an. So, Trommelangriff. Wüten. Benutzen wir den Schläger. Der geht immer.
Stein. Oh ja, der Überangriff. Hab ich nicht gesagt, der Knirps ist broken? Bam. Genau. Sehr gut. Das war ungünstig. Ein Nachteil, oh fuck. Ey, ist jetzt gut. Okay, jetzt erstmal hier diesen einen Kampf bestreiten. Dann beende ich am besten den Part. Sonst überziehe ich. Dezent. Jawohl, hat geklappt. Sehr schön. So, und bevor wir weiter hier in dieser Schlacht fast unser Leben lassen müssen, sage ich, dass, egal ob positiv oder negativ, eine Bewertung ist immer gern gesehen. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil.